Hallo Freunde und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Und zwar heute nehme ich euch ein bisschen mit nach Hamburg. Ich weiß nicht, ob ihr es eben schon gesehen habt. Und zwar lasse ich hier heute mein Auswärtstrikot beflocken, so nennt sich das. Falls jetzt einer nicht weiß, was eine Beflockung ist. Eine Beflockung, das ist letztendlich ein Druck. Und auf die Trikots kann man sich ja, wie bekanntlich, die Spielernamen beflocken lassen. Und meine Mutter lässt sich hier das Heimtrikot beflocken. Und ja, seid einfach gespannt, welche Namen wir uns dann da sozusagen draufdrucken lassen. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß mit meinem neuen Video. So, Freunde, ich befinde mich hier gerade in der Umkleidekabine im Fanshop. Und ja, fand das so interessant, wie die so ausschaut. Und mehr gibt es dazu auch eigentlich gar nicht zu sagen. So, nachdem ich eben im Fanshop war, befinde ich mich jetzt hier gerade auf dem Heiligen Geistfeld. Und ja, im Hintergrund seht ihr gerade das Millantor-Stadion, da wird ein bisschen gebaut. Und den Fernsehturm und den Bunker. Und jetzt befinde ich mich auch gerade schon vor der Rindermarkthalle und werde mir die jetzt mal von innen anschauen. Hallo Freunde, ich bin wieder zu Hause angekommen und ja, das war auf jeden Fall rechtzeitig, weil jetzt hat es nämlich angefangen zu schneien. Wenn ich das Video aufnehme, dann ist das schon ein paar Tage her. So, aber ist ja auch egal. Und zwar, worauf ich jetzt hinaus wollte, habe ich euch ja ein paar Ausschnitte gezeigt. Also einmal, wie die Umkleidekabine im Fanshop aussah. Und wenn ihr euch mal den Fanshop angucken möchtet, dann könnt ihr das gerne machen. Ist auf jeden Fall sehenswert, wenn ihr da noch nicht drin wart. Und ja, es lohnt sich auf jeden Fall. Und was sollte ich noch sagen? Dann habe ich noch einmal so eine Rundumansicht gemacht, wie das aussieht, wenn man auf dem Heiligen Geistfeld steht. Und dann war ich noch in der Rindermarkthalle und das ist auf jeden Fall wirklich sehenswert, weil erstmal ist das voll riesig so von außen und der Edeka da drin, das ist so mega sortiert alles. Man kommt rein, man kann da gefühlt so durch einen ganzen Laden irgendwie mal so gucken, keine Ahnung. Also es ist auf jeden Fall überwältigend, wenn man da so drin steht. Und ja, also vielleicht wart ihr auch schon mal in der Rindermarkthalle. Wenn nicht, dann müsst ihr das unbedingt einfach mal machen. Es ist auf jeden Fall sehenswert. Da sind auch noch andere Läden und da saßen wir auch in so einem Café, also relativ preiswert ist es da auch. So, und jetzt habe ich mir noch was im Fanshop gekauft. Und zwar habe ich nämlich hier ein paar neue Socken mir gegönnt und die haben 7,95 € gekostet. Und jetzt enthülle ich das Geheimnis, was meine Mutter und ich uns auf unsere Trikots drucken lassen haben. Und zwar, also, bei mir ist es wahrscheinlich relativ einfach, weil ich das schon, schon ein paar Mal gesagt habe, wer mein Lieblingsspieler ist. Ich zeige euch die Rückseite, ihr Schlinge. Okay, also ich lüfte jetzt das Geheimnis, wenn ihr es noch nicht wisst. Und zwar, ich weiß gar nicht, seht ihr das jetzt? Ich hoffe. Und zwar ist mein absoluter Lieblingsspieler die Nummer 4, Philipp Ziereis. Und dann war es ja auf jeden Fall klar, dass ich mir das beflocken lasse mit seinem Namen. So, und dann habe ich mir hier noch so, also das ist der, der linke Ärmel. Und auf dem rechten Ärmel ist auch noch was drauf. Nämlich hier das Bundesliga-Zeichen. Ich hoffe, ihr seht das jetzt auch. So, das ist mein Trikot. Und meine Mama, die hat das Heimtrikot. Achso, ich habe das Auswärtstrikot übrigens mal, falls euch das jetzt nicht aufgefallen ist. Von meiner Mutter, der Lieblingsspieler ist nämlich die Nummer 11, Mark Tschaikowski. Ich hoffe, das ist jetzt auch richtig geschrieben. Das wäre ja ärgerlich. Und jeweils haben wir dafür 12,50 €, glaube ich, bezahlt. Und die Socken, die haben
7,95 € gekostet. Und ja, das war es jetzt auch schon mit meinem heutigen Video. Ich hoffe, dass euch das so ein bisschen gefallen hat. So, wenn ja, dann dürft ihr gerne ein Däumchen nach oben da lassen. Gerne dürft ihr mich zum Schluss auch noch kostenlos abonnieren. Natürlich, wenn ihr das möchtet. Wenn ihr jetzt keine weiteren Videos mehr von mir verpassen möchtet. Und jetzt würde ich sagen, jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Und bis dann. Tschüss.